Herzlich willkommen bei Expats Global. Mein Name ist Tim Grenerwald und in unserem heutigen Video schauen wir uns einmal die Frage an, ob in Deutschland zum 01.01.2024 ein Lastenausgleich geplant oder bereits beschlossen ist. Wenn ja, wie dieser aussehen würde und was gegebenenfalls der Staat noch an Möglichkeiten hat, um auf das Vermögen entweder der gesamten Bevölkerung oder einzelner Bevölkerungsgruppen zuzugreifen und wie man sich gegebenenfalls auch davor schützen könnte. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Ja, wir haben in letzter Zeit häufiger in der Kanzlei die Frage bekommen, gibt es denn in Deutschland einen neuen Lastenausgleich? Da wird häufig das Datum 1. Januar 2024 genannt. Wenn ja, wie würde der aussehen? Und gibt es eventuell weitere Möglichkeiten, die der Staat hat, auf der Grundlage des Grundgesetzes und einzelner weiterer Gesetze, denn auf das Vermögen von Bürgern, von Unternehmen zuzugreifen, gegebenenfalls hier eine Belastung einzuführen? Und wenn ja, wie würde die aussehen? Was wären die Voraussetzungen und wie kann man sich gegebenenfalls davor schützen? Jetzt schauen wir uns als allererstes im Detail mal an, was ist überhaupt ein Lastenausgleich? Der ist nämlich mal geregelt worden im Lastenausgleichsgesetz von 1952. Das ist also vor dem Hintergrund des gerade zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieges erlassen worden, wo eben weite Teile der Bevölkerung ihre Heimat verloren hatten, enteignet wurden. Andere Teile der Bevölkerung, denen ist das nicht passiert. Und das sieht man ganz deutlich an der Präambel. In Anerkennung des Anspruchs der durch den Krieg und seine Folgen besonders betroffenen Bevölkerungsteile auf einen die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit und die volkswirtschaftlichen Möglichkeiten berücksichtigenden Ausgleich von Lasten und auf die zur Eingliederung der Geschädigten notwendige Hilfe und so weiter, hat der Bundestag das nachstehende Gesetz beschlossen. Und das sieht man dann auch bei § 1, das Ziel des Lastenausgleichs, nämlich die Abgeltung von Schäden, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet ergeben haben, sowie die Milderung von Härten, die infolge der Neuordnung des Geldwesens im Geltungsbereich des Grundgesetzes eingetreten sind, bestimmt sich nach diesem Gesetz. Die erforderlichen Mittel werden nach Maßgabe dieses Gesetzes aufgebracht. So, das war der Lastenausgleich. Der hat tatsächlich einzelne Teile der Bevölkerung getroffen. Das sieht man in § 3, die Ausgleichsabgaben. Da gab es nämlich eine einmalige Vermögensabgabe, dann eine Sonderabgabe auf Hypothekengewinne, die Hypothekengewinnabgabe, und eine Sonderabgabe auf Schuldnergewinne, gewerblicher Betriebe, Kreditgewinnabgabe. So, das ist also tatsächlich nur bei bestimmten Bevölkerungsteilen für bestimmte Dinge und Vermögensgegenstände erhoben worden. Wie sieht das jetzt aus in der heutigen Zeit? Da ist insbesondere im Zusammenhang mit der Pandemie in den Jahren 2020, 2021 der Vorwurf erhoben worden, dass gerade dafür ein neuer Lastenausgleich eingeführt werden sollte, und zwar insbesondere durch das Gesetz zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts. Da gibt es extra eine Seite beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und da sieht man schon mal erstmal deutlich, aha, das ist vor dem Hintergrund des Terroranschlags vom Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 initiiert worden. Und auch hier sieht man im Umsetzungsstand, gab es am 20.11.2018 den ersten Referentenentwurf, am 15.08.2019 den Regierungsentwurf und das Gesetz wurde dann am 19.12.2019 verkündet. Man kann sich hier auf der Webseite des Ministeriums dann auch sowohl den Referentenentwurf als auch den Regierungsentwurf, den Gesetzesentwurf der Bundesregierung einmal herunterladen, um einmal zu sehen, okay, wie ist überhaupt das ganze Gesetz entstanden? Und dann kann man natürlich auch das Gesetz abrufen. Das ist ein Artikelgesetz, das heißt, das ändert oder erlässt weitere Gesetze. Das hat selber keine direkte Regelung, sondern schafft weitere Regelungen. Dazu gehört insbesondere hier unter dem Artikel 1 das SGB 14, das Sozialgesetzbuch 14. Buch. Und da schauen wir einmal ganz kurz rein. Da ist nämlich jetzt die soziale Entschädigung geregelt. Ja, vielleicht nochmal ein Blick zum Lastenausgleichsgesetz, der ist nämlich auch betroffen. Der wird in Artikel 21 hier nochmal angesprochen, Änderung des Lastenausgleichsgesetzes. Da sieht man aber hier, dass diese Änderungen sehr überschaubar sind und sich im Wesentlichen einmal
darauf beschränken, dass das Wort Kriegsopferfürsorge durch die Wörter soziale Entschädigung ersetzt wird und dass eben Verweise auf das 14. SGB, das SGB 14, eingefügt werden. So, und das SGB 14, sieht man hier, hat jetzt bestimmte Entschädigungstatbestände im Abschnitt 2, nämlich erstmal den Unterabschnitt 1, Gewalttaten. Das haben wir ja gesehen, wie gesagt, es ging um Terroranschläge. Und dann von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege. Insofern überschneidet sich das etwas mit dem Lastenausgleichsgesetz. Dann Unterabschnitt 3, Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes. Und Unterabschnitt 4 bei Schutzimpfungen, das können wir uns jetzt einmal kurz anschauen. Das ist auch recht überschaubar, weil es nur einen Paragraphen gibt und der sagt, naja, wenn eben jetzt Schäden eingetreten sind durch eine öffentlich empfohlene und vorgenommene Schutzimpfung, dann besteht eben gegebenenfalls ein Anspruch auf soziale Entschädigung. Und jetzt ist die große Frage, wer finanziert diese soziale Entschädigung? Müssen das jetzt bestimmte Bevölkerungsgruppen finanzieren oder wer zahlt dafür? Das ist in § 133 geregelt. Und da steht ganz klar drin, der Bund trägt die Ausgaben für Geldleistungen wegen schädigender Ereignisse zu 40%, die Länder zu 60%. Die Ausgaben für Sachleistungen tragen die Länder in voller Höhe und so weiter. Das heißt, das wird aus dem allgemeinen Staatshaushalt finanziert und damit im Wesentlichen aus den Steuereinnahmen von Bund und Ländern. Das heißt, das trifft letzten Endes im Wesentlichen alle Steuerzahler weitestgehend gleichmäßig. Es ist also keine bestimmte Sonderabgabe, die nur bestimmte Bevölkerungsteile trifft. So, jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, was wäre denn die Möglichkeit für eine solche Sonderabgabe oder für eine allgemeine Vermögensabgabe? Da schauen wir einmal ins Grundgesetz, Artikel 14, Eigentum und Erbrecht werden gewährleistet, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Das ist erstmal grundrechtstechnisch erstmal eine dogmatische Frage. Ja, kann der Staat von vornherein überhaupt die Schranken des Eigentums bestimmen oder ist das Eigentum erstmal schrankenlos und dann kann der Staat darauf zugreifen? Also ist es quasi a priori ein eingeschränktes Eigentum durch die Bestimmungen des Staates oder wird es hinterher eben wieder eingeschränkt? Das ist eine dogmatische Frage, die wir nicht vertiefen müssen. Aber relevant ist Artikel 14 Absatz 2 und Absatz 3. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Warum das Wort zugleich hier wesentlich ist, schauen wir uns auch gleich an. Und eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Und natürlich kann das Bundesverfassungsgericht dann gegebenenfalls im Einzelfall auch prüfen, ob eine solche Enteignung hier verfassungsgemäß ist. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, gibt es da momentan irgendwas in der Planung? Und da hilft uns ein Blick zum Bundesfinanzministerium weiter. Da gab es nämlich vor einem Jahr eine Stellungnahme vom unabhängigen wissenschaftlichen Beirat beim BMF, sollte wegen der Corona-Krise eine einmalige Vermögensabgabe erhoben werden. Und in diesem Bericht war die klare Empfehlung, mit Blick auf Steuergerechtigkeit ist auch ein Rekurrieren auf die Vermögensabgabe nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zielführend, denn die Größenordnungen der kriegs- und vertreibungsbedingten Vermögensverluste nach 1945 war ungleich größer als die Einkommensausfälle im Zuge der Corona-Krise. Anders als heute waren die Kriegsgewinne und Verluste zudem nicht diffus verteilt, sondern sehr klar zuzuordnen. Der Bestand des Immobilienvermögens nach dem Krieg von Hypotheken und Krediten vor dem Krieg war in gutem Maße für die individuelle Betroffenheit. Also im Ergebnis sagen hier, dass jedenfalls der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium ganz klar, nein, im Moment gäbe es jetzt für eine neue Vermögensabgabe alleine aufgrund der Corona-Krise eben keine Grundlage. Aber es ist natürlich auch so, die Pandemie ist jetzt nicht die einzige Krise, die im Moment in der Welt passiert, die auch Deutschland betrifft. Wir haben weitere Themen, wir haben Krieg, wir haben Inflation in der Welt und eben dadurch auch Auswirkungen ganz heftig in Deutschland. Und da würden wir uns jetzt einmal anschauen, was könnte denn konkret gemacht werden? Und das, was einem dann als allererstes einfällt, ist, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird. Denn das Vermögenssteuergesetz
Das existiert noch immer. Es wird lediglich nicht durchgesetzt oder umgesetzt. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Das ist 1995 teilweise vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Und da sieht man, wenn man das hier sich anschaut, ich korrigiere nochmal, das war dann auch das Urteil vom 29.09.1998. Es gab also mehrere Urteile zur Vermögensteuer, eins von 1995 und eins von 1998. Und da wurde dann am Ende gesagt, okay, die Vermögensteuer wird einfach nicht mehr erhoben. Das Gesetz lassen wir im Prinzip bestehen. Sie kann aber, wenn man die Grundsätze berücksichtigt, die das Bundesverfassungsgericht hier aufgestellt hat, auch jederzeit wieder einführen. Ja. Und der Kritikpunkt, der wesentliche Kritikpunkt des Bundesverfassungsgerichts war hier damals, dass vor allen Dingen zum Beispiel Immobilienvermögen und anderes Kapitalvermögen teilweise ungleich behandelt wurde, dass also insgesamt gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen wurde. Und wenn man sich das Urteil einmal anschaut, hier vom 22. Juni 1995, dann findet man noch etwas sehr Interessantes. Leider ist das Urteil, das wesentliche Urteil, nicht auf der Webseite des Bundesverfassungsgerichts abrufbar. Es ist eins vom selben Tag dort, aber das ist, betrifft einen etwas anderen Teil. Es gab zwei Urteile vom selben Tag. Der entscheidende Leitsatz hier des Urteils war vor allen Dingen natürlich einmal das Thema, dass auch die Vermögenssteuer oder Einkommen- und Unvermögenssteuer einmal sich orientieren sollten an der Ertragsfähigkeit des Vermögens. Das ist auch wieder eine sehr grundsätzliche Diskussion, ob man hier quasi eine fiktive eine Sollertragsbesteuerung durch eine Vermögenssteuer einführt. So wird es grundsätzlich in der Schweiz und in Liechtenstein zum Beispiel gehandhabt oder gesehen. Das ist aber auch wieder eine dogmatische Frage, die sich im Wesentlichen dann auf die Höhe der Vermögenssteuer auswirkt. Das andere ist hier der sogenannte Halbteilungsgrundsatz. Und der ist ganz faszinierend, weil der nämlich sagt, naja, wenn wir eine Vermögenssteuer einführen, dann darf das zu den übrigen Steuern nur dann hinzutreten, soweit die steuerliche Gesamtbelastung des Sollertrages bei typisierender Betrachtung von Einnahmen, abziehbaren Aufwendungen und sonstigen Entlastungen in der Nähe einer hälftigen Teilung zwischen privater und öffentlicher Hand verbleibt. Ja, das hat man quasi aus dem Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz herausgelesen mit dem Wort zugleich. Und das ist aber vom Bundesverfassungsgericht eben teilweise auch schon wieder aufgegeben worden, jedenfalls für den Bereich der Ertragssteuern. Dass eben gesagt wurde, naja, dieser Halbteilungsgrundsatz hier von 1995, der gilt eben für die Vermögensteuer, der gilt aber nicht für die Ertragssteuer, weil teilweise bei Selbstständigen zum Beispiel die Gesamtsteuerbelastung durch Einkommensteuer, Gewerbesteuer etc., bei insgesamt etwa 60% liegen kann. Und da wurde ganz klar gesagt, naja, das, was das Bundesverfassungsgericht damals geurteilt hat, das findet insoweit nicht Anwendung. Der Ertrag kann jetzt natürlich nicht komplett beliebig, aber jedenfalls höher als 50% besteuert werden. Die Frage, die sich dann natürlich dadurch stellt, ist, okay, was passiert jetzt bei der Wiedereinführung der Vermögenssteuer? Weil dann würde er ja prinzipiell wieder gelten. Oder würde gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht sagen, naja, wir haben mittlerweile geänderte Verhältnisse. Das Urteil ist ja mittlerweile fast 30 Jahre her. Und da haben wir dann möglicherweise eine andere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die dann gegebenenfalls auch zu dem Ergebnis kommen könnte, naja, mittlerweile würde dieser Halbteilungsgrundsatz heute so gar nicht mehr Anwendung finden. Das ist die Frage der Vermögensteuer. Auch die Vermögensteuer muss natürlich gleichmäßig eingeführt werden, gerade mit Blick auf dieses Urteil. Insofern wird es auch kein Lastenausgleich im technischen Sinne sein zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen, sondern es wird einfach eine Mehrbelastung zugunsten des Staates sein, zunächst einmal, die dann wieder zugunsten der, entweder der öffentlichen Kassen, beispielsweise zur Deckung von Fehlbeträgen in der Rentenversicherung eingesetzt wird oder natürlich auch für Transferleistungen für Menschen, die eben vom Staat Geld erhalten. So, das ist also einmal das eine, dass natürlich man sagen kann, okay, es gibt ja
in Deutschland nicht 83 Millionen Steuerzahler, sondern nur ein bestimmter Teil der Bevölkerung zahlt Steuern. Der wird eben dadurch mehr belastet, wenn die Steuern erhöht werden. Okay. Beziehungsweise es wird eben geguckt, wer hat Vermögen, wird möglicherweise erst ab einer bestimmten Vermögenssumme tatsächlich die Vermögenssteuer auch erhoben. Da wird dann gegebenenfalls nochmal differenziert, weil natürlich auch immer gesagt wird, naja, jemanden, der wenig hat, der wenig verdient oder dann gegebenenfalls auch wenig Vermögen hat, den trifft jetzt eine Steuer prozentual härter als jemanden, der viel Vermögen hat. Das ist ja auch der Gedanke hinter der Steuerprogression in der Einkommenssteuer. Aber das wären dann Detailfragen, die sich jetzt bei der Vermögenssteuer ergeben würden. Was gibt es aber noch an Punkten, wo das Vermögen des Einzelnen tangiert wird? Das eine, muss man natürlich sagen, ist die Inflation. Die Inflation ist nichts, was irgendwie durch eine Naturgewalt vorgegeben wird, sondern man muss berücksichtigen, dass die Inflation ja letzten Endes gesteuert wird oder auch gesteuert werden soll durch die Zentralbank, in Europa durch die Europäische Zentralbank. Die Bundesbank ist ja Teil des EZB-Systems. Und die Hauptaufgabe der Zentralbanken oder der Zentralbank, insbesondere der Europäischen Zentralbank, ist natürlich, die Inflation zu steuern. Die soll idealerweise bei 2% liegen. Wir wissen alle, dass das momentan nicht der Fall ist, sondern sie sich teilweise eher in Richtung 10% bewegt. Und das ist natürlich auch ein Effekt, der teilweise eine Wirkung hat, die einer Vermögensbesteuerung gleichkommt, nämlich wenn man vorwiegend Geld in Assets hält, ja, oder Vermögen in Assets hält oder eben auch Geld hält, Bargeld oder Kontogeld, das jetzt nicht an der Inflation teilnimmt, ja, indem es sich quasi mitentwickelt, sondern das durch die Inflation letzten Endes im Wert verringert wird. Das ist also eine allgemeine Belastung, die sich einfach durch die momentane Inflationslage ergibt. Und da kann man auch durchaus sagen, weil natürlich die Zentralbank letztlich auch Teil des Staates ist. Man darf nicht immer nur den Fiskalstaat betrachten. Das ist der Staat, der durch die drei Gewalten, die Bundesregierung, also die Exekutive, die Legislative und die Judikative agiert und sich durch die Steuern finanziert, sondern man muss eben auch den monetären Teil des Staates mit berücksichtigen, die Zentralbank, die ja letztlich eine staatliche Institution ist. So, was ergibt sich noch dadurch an Implikationen? Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass der Staat sich letzten Endes durch die Inflation teilweise auch selbst entschulden kann, denn die Inflation führt dazu, dass die Staatsschulden, ja, in Form von Anleihen, Staatsanleihen letztlich natürlich auch weniger wert werden. Das heißt, wenn die Inflation über den Renditen der Staatsanleihen liegt, dann entschuldet sich faktisch der Staat dadurch natürlich auch. Man kann übrigens umgekehrt das sich selber auch zunutze machen, indem man beispielsweise Assets auf Kredit kauft. Ja, insbesondere bei Immobilien kann man das sehr gut machen. Und dann durch die Inflation letztlich den Vorteil hat, dass das Asset mehr wert wird. Der Kredit bleibt aber durch den Nominalbetrag bestehen und wird dadurch letztlich weniger wert. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der ganz interessant ist. Und das ist nämlich zum Beispiel bei den steuerlichen Freibeträgen, die dadurch auch durch die Inflation teilweise reduziert werden, faktisch. Wenn man sich beispielsweise mal die Freibeträge im Erbschaftssteuergesetz anschaut, Erbschaften und Schenkungen beispielsweise an Ehegatten sind ja derzeit grundsätzlich steuerfrei in Höhe von 500.000, Kinder pro Elternteil in Höhe von 400.000. Und wenn man sich anschaut, wann das letzte Mal geändert wurde, nämlich zum 01.01.2009 bis 31.12.2010, davor bis 2008 war es nämlich so, dass die Freibeträge zwischen Ehegatten noch bei 307.000 Euro lagen und bei den Kindern in Höhe von 205.000 Euro. Ja, das heißt, bereits seit 2009 gelten die aktuellen Freibeträge. In der Zwischenzeit haben sie sich durch die Inflation natürlich wesentlich reduziert, faktisch. Ja, das steuerfrei übertragbare Vermögen ist dadurch geschrumpft, gemessen am Gesamtwert des Vermögens. Und das ist natürlich dadurch, weil dadurch mehr Steuern erhoben werden, am Ende auch wieder eine
Belastung, die letzten Endes nicht unmittelbar sichtbar ist, ja, sondern die quasi erst dann zutage tritt, wenn man wirklich merkt, dass hier ein gravierendes Auseinanderlaufen zwischen den Freibeträgen und den tatsächlichen Werten stattfindet. Ein ähnliches Thema hat man zum Beispiel auch lange Zeit gehabt durch die Zinsen bei Steuern, ja, die ja grundsätzlich bei 0,5% pro Monat bzw. dadurch 6% pro Jahr lagen, wo das Bundesverfassungsgericht jetzt mittlerweile gesagt hat, okay, das geht so nicht. Das muss an die reale Zinsentwicklung angepasst werden und sich auch regelmäßig dann entsprechend ändern. So, das waren jetzt mal die wesentlichen Punkte, wie tatsächlich der Staat zugreifen kann auf das Vermögen. Stellt sich die Frage, wie kann man sich davor schützen? Wie könnte man sich beispielsweise vor der Vermögensteuer schützen? Ehrlich gesagt ist das gar nicht so einfach, weil natürlich der Staat sagt, okay, wenn ich eine Steuer einführe, eine Steuer erhöhe, ja, Umlagen schaffe, dann will ich das natürlich auch so machen, dass es diejenigen trifft, die ich treffen will. Und der Staat hat eben den Auftrag, die Steuerzahler möglichst gleichmäßig zu belasten und wird das gegebenenfalls auch tun. Das heißt, man wird hier relativ wenig Möglichkeiten haben, direkt irgendwie eine Steuervermeidung oder auch eine Umgehung dieses Lastenausgleichs, wenn er denn tatsächlich mal kommen sollte, ein wirklicher Lastenausgleich, sicher vorzubereiten. Es wird teilweise beispielsweise diskutiert, dass man ja dann irgendwelche Stiftungen oder sonstige Konstrukte bauen könnte, wo man sich jetzt zum Beispiel von Immobilienvermögen, was man in Deutschland hält, gegebenenfalls auf dem Papier oder auch tatsächlich entledigen könnte, ja, dass das dann eine separate Entität hält. Das wird aber höchstwahrscheinlich nicht besonders viel bringen, weil natürlich dann trotzdem an dem jeweiligen Asset, zum Beispiel an der Immobilie, angesetzt wird und nicht an der Frage, ob man denn jetzt diese Immobilie zum Beispiel privat hält, in einem Unternehmen hält oder in einer Stiftung hält. Denn wir haben ja vorhin gesehen, eine zu starke Unterscheidung würde jetzt gegebenenfalls wieder zu einer Verfassungswidrigkeit führen. Ja, also da wären dann gegebenenfalls nur die Unterscheidungen maßgeblich, die auch sonst zwischen Privatpersonen und Unternehmen getroffen werden, wo man eben sagt, naja, bei Privatpersonen beispielsweise die Veräußerung nach 10 Jahren, da ist Immobilienbesitz grundsätzlich privilegiert innerhalb bestimmter Grenzen. Bei Unternehmen gibt es wieder andere Privilegierungen, beispielsweise durch den Steuersatz oder auch Reinvestitionsrückstellungen, die gebildet werden können, 6b-Rücklagen. Und da wird man dann in der Regel innerhalb der bereits existierenden Gewässer sich bewegen. So, was man natürlich machen kann, ist, dass man sagt, okay, man wandert gegebenenfalls aus, muss dann schauen, ob gegebenenfalls eine Wegzugs- oder eine Entstrickungsbesteuerung anfällt. Und wenn man in Deutschland nicht mehr ansässig ist und auch kein Vermögen mehr innerhalb Deutschlands hält, was möglicherweise einer noch nachgelagerten oder erweiterten Steuerpflicht unterliegt, dann kann man natürlich grundsätzlich sich hier aus dem Einflussbereich des deutschen Staates zum Beispiel entfernen, muss natürlich die entsprechenden Konsequenzen dann auch tragen und auch tatsächlich dann im Ausland leben. Wenn man das aber sowieso plant oder machen möchte, dann ist unter Umständen hier darauf zu achten, ob denn irgendwas tatsächlich eingeführt wird, dass man dann gegebenenfalls auch rechtzeitig die Weichen richtig stellt. Ich hoffe, dass ich bei euch damit wieder für Klarheit sorgen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm ein Like, folgt unserem Kanal, freut euch auf viele spannende Videos. Wenn du konkret selber in so einer Situation bist, dass du möglicherweise hier einer Besteuerung unterliegst oder befürchtest, einer weiteren Besteuerung zu unterliegen und dich da informieren möchtest, was die richtigen Schritte sind für eine Auswanderung, für einen Vermögensschutz oder für eine unternehmerische Gestaltung, dann komm zu uns, bewirb dich bei uns auf dein kostenloses Erstgespräch, geh auf www.experts.global, trag dich ein und gemeinsam mit meinem Team finden wir dann im Gespräch mit dir heraus, was tatsächlich das Richtige für dich ist. Ich freue mich auf dich, dein Tim Grenerwald.